Nächsten Redner kündige ich den Roman Francesco Rogat an. Er ist Mitglied des Abgeordnetenhauses und der FDP hier in Berlin. Herzlich willkommen, Roman. Danke dir. Ja, ich mache das mal klassisch. Ja, hallo, liebe Hanfparade. Freut mich, euch zu sehen, all den Jahren wieder. Und in den letzten Jahren stand ich hier und habe gesagt, dass es endlich einen Regierungswechsel braucht, um halt endlich wirklich große Schritte zu machen Richtung Legalisierung. Und guess what? Es hat geklappt. Nach 16 Jahren ist die CDU Geschichte. Cannabis ist verboten, weil es verboten ist. Mordler, Cannabis ist kein Brokkoli. Daniela Ludwig sind den Job los und wir können endlich die Weichen stellen, dass die Legalisierung wirklich ernsthaft angeschoben wird und nicht endlich wieder von CDU, CSU und anderen konservativen Kräften weiter blockiert wird. Und ich finde, das ist eine gute Nachricht, in die wir dieses Jahr in die Hanfparade starten. Und ich glaube, die besten Ausgangsvoraussetzungen für die heutige Demonstration, für die heutige Parade. Aber wie geht's jetzt voran? In diesem Jahr, Karl Lauterbach hat es angekündigt, noch in diesem Jahr soll es den ersten Gesetzesentwurf oder den ersten Entwurf eines Gesetzes geben. Ich finde, das ist viel zu spät. Wenn Karl Lauterbach aufhören würde, die ganze Zeit mit Rotwein in der Hand rumzutwittern, dann hätte er schon längst sich um das Thema kümmern können, dann hätten wir schon längst große Schritte machen können und dann hätten wir heute hier schon diskutieren können, wie legalisiert wird und nicht, wie lange es noch hingehalten wird. Und ich finde, dieses Jahr muss der Entwurf wirklich kommen, Karl Lauterbach. Er muss jetzt liefern. Das ist er uns hier allen schuldig und auch gerade denjenigen, die seit Jahr und Tag hier auf die Straße gehen, all denjenigen, die im Gefängnis sitzen, die von Polizei und Justiz Repression erfahren. All denjenigen muss er das schuldigen und deswegen muss der Gesetzentwurf dieses Jahr kommen. Aber in dem Entwurf darf eben nicht nur drinstehen, ja, wir legalisieren das jetzt so ein bisschen, aber gleichzeitig drehen wir die Uhr bei allen anderen Themen irgendwie zurück. Wenn ich an den Verkehr beispielsweise denke, wenn ich an Nichtraucherschutz und Alkoholkonsum denke, das darf die Cannabis-Legalisierung kein Vorwand sein, um in allen anderen drogenpolitischen Feldern die Uhr weiter zurückzudrehen. Nur weil man Cannabis legalisiert, heißt das nicht, dass in der anderen Drogen- und Genusspolitik weiter die Uhren dann wieder scharf gestellt werden müssen als Ausgleich. Das ist der falsche Weg und da muss man auch klares Stoppschild setzen. Wenn wir Cannabis legalisieren, dann darf es nicht zu einer Diskriminierung von allen anderen Konsumentinnen und Konsumenten kommen. Dann dürfen andere Genussmittel und andere Drogen nicht weiter eingeschränkt werden, sondern die Legalisierung muss der Grundstein sein für eine neue Drogenpolitik, denn das ist sozusagen der Minister uns allen schuldig. Das ist so das, was wir uns in der Gesellschaft wünschen und das darf eben nicht ein Stoppschild sein, um Repressionen an anderer Stelle wieder einzuführen. Aber, und ein Satz, der ist mir jetzt hier wichtig, weil ich als der FDP-Ferengi jetzt hier vorne stehe, es ist natürlich nicht so, dass nur in Apotheken verkauft werden soll. Es braucht lizenzierte Shops, wo man sich beraten kann, wo man eben sein Cannabis kaufen kann, wo man sitzen kann, wo man auch konsumieren kann, aber auch vor allen Dingen der Eigenanbau, denn ich finde, es gibt nichts Schöneres als selbstgeerntetes zu konsumieren und was aus dem eigenen Garten stammt. Ich finde, das ist ganz wichtig, das gehört in diesen Entwurf und eben genau diese Apothekenlobby-Gedöns, das muss ein Ende haben. Cannabis ist viel, viel vielfältiger und das darf an dieser Stelle keinen Halt geben. Und einen Satz will ich dazu noch sagen, weil es auch nicht runterfallen darf in diesem Zusammenhang ist, dass es natürlich auch eine Regelung geben muss, wie Online-Shop funktioniert, wie Online-Handel funktioniert. Es kann nicht sein, dass ich mir alles andere im Internet bestellen kann, aber hier setzen wir ein Stoppschild rein. Das geht auch so nicht. Ich finde, Online-Handel muss gewährleistet sein. Das sind wir im 21. Jahrhundert einfach schuldig. Und wenn wir die Legalisierung angehen, dann bitte konsequent auf allen Ebenen. Aber ja, ich bin ja kein Bundespolitiker, sondern im Berliner Abgeordnetenhaus. Und was kann das Land Berlin denn jetzt tun? Das Land Berlin kann jetzt die Weichen stellen für die spätere Legalisierung. Bis jetzt wären Cannabis, Menschen, die Cannabis mit sich führen, von der Polizei kontrolliert, das Gras wird konfisziert.
Ich finde, es muss jetzt, wenn die Legalisierung schon zum Greifen nahe ist, ein Ende haben, dass man eben mit diesen Repressionen weiterhin auf die Menschen zugeht. Ich finde, gerade im Hinblick auf die Legalisierung muss hier ein Mentalitätswechsel stattfinden. Und genau da sitzt die regierende Bürgermeisterin, die kann das anweisen. Die kann dafür Sorge tragen, dass wir damit jetzt enden. Dazu braucht es keine Gesetzesänderung. Dazu braucht es einfach einen Mentalitätswechsel und die Anerkennung der Realitäten. Und der muss jetzt endlich kommen. Und ich finde, das ist jetzt besser morgen als übermorgen. Und ein Satz zum Schluss, weil er mir wirklich wichtig ist. Liebe Krankenkassen, seit 2017 kann Cannabis verschrieben werden. Und trotzdem werden seitdem, obwohl der Weg an dieser Stelle freigemacht wurde, Patientinnen und Patienten weiter Steine in den Weg gelegt. Es wird herausgezögert, Anträge werden nicht bearbeitet. Es wird den Menschen schwer gemacht, an das von ihnen verschriebene Cannabis zu kommen. Ich finde, macht euren Job, helft den Menschen, legt ihnen keine Steine in den Weg, sondern sorgt dafür, dass es den Menschen, den Patientinnen und Patienten besser geht und haltet euch daran, was ihr machen könnt und was ihr dürft und setzt das endlich um. Diese Verzögerung muss endlich ein Ende haben. Also egal, ob man Cannabis benutzt medizinisch, zur Verarbeitung von den ätherischen Ölen, die Faser für Kleidung oder Sonstiges nimmt oder eben auch als Genussmittel. Cannabis ist eine total vielfältige Pflanze, die wir als Pflanze diskriminieren. Und ich glaube, nach all den Jahren der Diskriminierung dieser vielfältigen und schön nutzbaren Pflanze ist es an der Zeit, dass man jetzt endlich aus diesem Trott rauskommt. Es ist an der Zeit, dass wir endlich legalisieren, den Gebrauch dieser Pflanze in ihrer ganzen Vielfalt zu ermöglichen. Ich finde, es ist endlich an der Zeit, dass dieses Umdenken stattfindet. Ich freue mich auf das Weihnachtsgeschenk von Karl Lauterbach, wenn er den Gesetzesentwurf vorlegt. Ich freue mich darauf, dass wir hier heute als Hanfparade nochmal ein wichtiges Zeichen setzen, dass uns das Thema wichtig ist, dass es nicht in Anbetracht der Krisensituation rümmern wird unter den Tisch fallen darf, weil man sagt, naja, das betrifft nur ein paar kleine Kiffer. Nein, das Thema betrifft uns, wie wir hier alle in der Breite stehen, tagtäglich und deswegen muss jetzt endlich geliefert werden. Ich freue mich, Cannabis ist bald legal und im nächsten Jahr, da bin ich wirklich zuversichtlich, da rauchen wir hier zusammen ganz legal mit der Polizei eine dicke Tüte und das wird dann, glaube ich, richtig gut. Insofern vielen lieben Dank und gute Parade. Vielen Dank, Francesco.